Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind in Blizzach angekommen. Das ist die nördlichste Stadt wahrscheinlich. Ja genau, es ist die nördlichste Stadt von Sinnoh. Und da soll es auch die nächste Route geben. Wir sollen an sich gucken zum Stärkeufer, weil da war Zoro. Der sollte zum Stärkeufer gehen. Da ist aber aktuell Team Galaktik. Also es ist irgendwie schon ganz merkwürdig. Wir wissen nicht, wo Zoro sich aktuell aufhält, was mit ihm ist, ob er in Gefahr ist oder wie auch immer. Was machen wir? Wir machen erstmal die Arena. Aber vorher erkunden wir erstmal natürlich noch Blizzach. Und im letzten Part hat sich unser Shadow weiterentwickelt. Bedeutet, unser komplettes Team ist nun... Ah, nee, noch nicht ganz. Stimmt, Max Stur ist noch nicht auf der Endentwicklung. Aber da bräuchten wir einen Magmarisierer, den vielleicht irgendwann mal Retro findet. Also sonst bleibt Max Stur halt auf dieser Entwicklungsstufe. Ist dann auch nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall, Shadow hat sich weiterentwickelt und ist jetzt ein Gengar, was mega mäßig cool ist. Jo, gut. Eines Tages würde ich gerne einen richtig starken Trainer an Bord willkommen heißen dürfen. Du weißt schon, ein Trainer, der von der Pokémon-Liga anerkannt wurde. Das müssen wir uns mal merken. Blizzach, Heimat des Schnees. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Ist das hier immer noch so, dass an manchen Tagen Diamantstaub regnet? Oder schneit, besser gesagt? Das ist nämlich in den Originalspielen so gewesen. An bestimmten Tagen. Ich weiß jetzt nicht, welche Tage. Schutzitem wirklich mehr brauchen wir nicht. In diesem eingeschneiten Ort herrscht immer die Eiseskälte. Aber der Kampfgeist der Trainer und ihr Pokémon glüht wie ein wärmendes Feuer. Das gilt besonders für die Arenaleiterin. Ja, auf die bin ich schon sehr gespannt. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Ich sehe nichts. Alles klar. Cooler Kran hier, der auch so richtig schön vereist ist. Ja, das gefällt mir. Hier ist die Arena. Blizzach ist nicht groß. Bedeutet, wir sind auch sehr, sehr schnell mit der Erkundung durch. Ey, wie cool sind denn die ganzen Gebäude hier eingefroren? Das war damals in den Originalspielen nicht so, weil man da nicht so auf Details, also da konnten nicht so Details angezeigt werden. Das ist ja mega cool. Ich bringe meinen Pokémon mit Hilfe von Dance-Attacken unterschiedlicher Typen bei. Die Top 4 der Pokémon-Liga sollen nämlich weiter stärker sein als jeder Arena-Leiter. Ja, stimmt. Hat dein Pokémon eingefroren, so taut es nach einer Weile von selbst wieder auf. Aber an deiner Stelle würde ich dann noch ein paar Eisheiler mitnehmen. Ich würde generell mal kurz mal gucken, was ich mal gebrauchen könnte hier. An Tränke zum Beispiel. Ja, da haben wir noch. Beleber haben wir auch noch. Eigentlich haben wir noch alles, was wir brauchen. Vielleicht für später noch Topschutz. Obwohl, Topschutz können wir hier nicht kaufen. Können wir wahrscheinlich, nachdem wir den Ohren hier geholt haben, hier kaufen. Sonst müssen wir zum Kaufhaus zurück. Aber ey, guckt euch das mal an. Auch Schnee auf dem Dach. Es ist sehr realistisch und finde ich mega, mega cool. Hier auch bei der Arena. Auch die sieht sehr, sehr cool aus. Und das Pokémon Center hier. Ey, schön, schön, schön. Hier gibt es weite breit nichts. Rein gar nichts. Das macht uns irgendwie einzigartig. Das ist schon ganz cool. Schön abgelegen. Wäre auch ein Ort für mich zum Niederlassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Schnee verschluckt alle Geräusche. Deshalb ist es hier so ruhig. Okay. Wusstest du, dass es in der Gegend um Blizzard viele Eis-Pokémon gibt? Ob die wohl auch im Tempel leben? Ja gut, das wusste ich, dass es Eis-Pokémon hier gibt. Weil es ja natürlich hier alles eisig. Wasser-Pokémon trifft man ja auch im Wasser zum Beispiel. Daher, ja. Ist hier hinten noch was? Ein Übertrank. Nice, den nehmen wir, den nehmen wir. Und ich mag immer noch den Schnee. Ich mag immer noch sowas um den Schnee. So, gehen wir hier um ihn. In dieser Gegend frieren einen selbst die Wimpern ein. So kalt ist es. Ich denke wirklich, dass du dir besser etwas Wärmeres anziehen solltest. Passt schon so. Obwohl, ja, das ist eigentlich gar nicht so die Kleidung für so ein Schneewetter. Gibt ja auch in Schleide, in dem im Geschäft, eine Kleidung für einen Winter extra. Oder das Platin-Outfit. Das Platin-Outfit gibt es ja auch noch. Hallo, du sag mal, hast du nicht so wirklich ein hippes Wort parat, oder? Strahlend. Ey, du hast gerade meine Gedanken gelesen. Ja, cool. Okay. Dann haben wir noch links ein Haus und hier noch eine Dame oder Typ, keine Ahnung. Gehst du etwa zum Blizzard-Tempel? Du weißt schon, dass du da nicht rein darfst. Was bist denn du? Ja, keine Ahnung. Ach, hier ist auch noch jemand. Frieda bringt mir alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zu Beginn erstmal Freundschaft mit ihnen schließen soll. Okay, gibt es hier sonst noch was? Ich denke mal nicht, weil es gab ja auf der anderen Seite was, genau. Dann haben wir das letzte Haus. Dann gibt es da noch einen Weg geradeaus nach oben. Und dann sind wir schon durch. Innerhalb von wenigen Minuten. Ich bin richtig fanatisch in meine Freundin. Sie hat einen tollen Sinn für Humor. Du hast nicht zufällig ein Meditales, oder? Für ein Dorf würdest du es vielleicht gegen meinen Apollo tauschen?
Nee, habe ich leider nicht. Aber hier könnte man wohl auch einen Gengar kriegen. Es sei denn, dieses Apollo hat einen Ewigstein. Das könnte möglich sein. Schau einfach mal wieder vorbei, wenn du es dir anders überlegst. Ich glaube, dieses Apollo hat auch einen Ewigstein, wenn ich mich richtig erinnere. Weil ich habe in den Originalspielen hier wirklich einen Tausch gemacht. Da hatte das, glaube ich, einen Ewigstein. So. Dann gibt es hier noch einen Tempel. Nur Auserwählte dürfen den Tempel von Blizzard betreten. Es tut mir leid, aber du musst wieder gehen. Ich weiß gar nicht, wie es da drinnen aussieht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jemals drinnen war. Könnte möglich sein, weiß ich aber nicht. Müsste ich in meinem Originalspielstand mal gucken. Oder irgendwann, wenn wir hier mal drinnen waren oder so. Gut, dann haben wir alles gesehen. Wir können jetzt in die Arena. Vorher heile ich aber meine Pokémon. Mein Ziel ist es wieder, die Arena durchzumachen, ohne jetzt, also ab diesem Punkt, in die Arena zu gehen. Also ich darf natürlich auch dann vor dem Arena-Leiter dann nicht in die Arena, um es für mich ein bisschen schwieriger zu machen. Um außerdem noch die Schwierigkeit zu erhöhen, kommt Max Storo auf die Box. Max Storo ist für die Arena eigentlich das beste Pokémon und das packe ich auf die Box, damit wir nur 5 Pokémon haben halt. Genau, und dann wollen wir loslegen. Ich bin sehr gespannt, wie die Arena so wird. Und ja, wie schwer es wird, keine Ahnung. So, da ist die Eisarena. Schön, wie das spiegelt hier im Eis. Das ist cool gemacht. Hey, die zukünftige Champ. Sag mal, siehst du die dicken Schneebälle, die hier und da auf dem Boden liegen? Du musst Karacho über das Eis schlittern, um sie aus dem Weg zu räumen. Die Arena-Leiterin setzt übrigens Eis-Pokémon ein. Ihre Angriffe bringst du am besten mit heißen Feuerattacken zum Schmelzen. Und denk immer daran, in dieser Arena kommt es auf die Konzentration an. Also, konzentrier dich! Ja, Feuerattacken... Max Storo ist auf der Box. Mit Absicht. Daher, ja. Gut, fangen wir erstmal mit den ersten Trainern hier an. Ich weiß gerade nicht, wer hier gerade auf der 1 ist. Könnte Blade sein. Die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass es Blade ist, der auf der 1 ist. Und dann haben wir hier ein Brojelin. Das Pokémon ist vom Typ Wasser. Ja, Blade ist vorne. Mit Brojelin habe ich jetzt eher weniger gerechnet. Gut, bei der Stahlarena hatten wir verschiedene Typen, so. Aber Eis, es gibt ja... Eis-Pokémon gibt es doch genügend. Warum jetzt hier ein Brojelin? Level 37? Okay. Das ist interessant. Ja, jetzt kommt ein Sneebel. Da kommt ein Sneebel, da können wir natürlich Ableitdieb einsetzen. Ja, was hatten die Arena-Leiterin für Pokémon? Das ist ja immer so eine Frage, die ich mir immer vor dem Arena-Leiterkampf... mir stelle. Ja, Snibunna ist eine gute Möglichkeit. Marmotel, Rex Blizzard. Die drei fallen mir gerade spontan ein. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Pokémon da auftauchen. So, ich möchte jetzt erstmal kurz mal Shadow mal nach vorne packen, um zu sehen, wie Gengar so ist. Ja, die drei Pokémon. Was gibt es denn noch für Eis-Pokémon? Es gibt Postetsche. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also habe ich jetzt schon 4 verschiedene Pokémon. Ja, toll. Jetzt Pilipper. Interessant. Wasserflug. Ja gut, ja gut. Max Storo wäre jetzt hier nicht ganz so hilfreich, finde ich. Ja. Und sonst? Was gibt es denn noch für Eis-Pokémon? Also Rex Blizzard gehe ich auf jeden Fall von aus. Dann, Marmotel ist ja, glaube ich, auch ein Pokémon der 4. Generation. Also zumindest Marmotel. Keifel und Quickel glaube ich nicht. Oder es war so rum, dass Marmotel und Keifel Pokémon der 1., 2. oder 3. Generation war und Quickel hier in der 4. Generation dazu kam. Aber ich glaube, Quickel gab es schon vorher. Glaube ich schon. Und Shadow ist mega krass jetzt hier als Gengar. Oh, sehr schön. Ja, also Rex Blizzard gehe ich auf jeden Fall von aus. Dann, ach, Frostetsche wäre eigentlich auch ganz cool. Stalos? Es ist ja hier. Interessant. Okay, machen wir Spukball mal weiter. Was hatte ich denn noch für als Pokémon? Snibunna. Ja, Snibunna gehe ich auch von aus. Oh, Robustheit. Snibunna und Rex Blizzard auf jeden Fall. Und dann ist halt die Frage. Ich sag Frostetsche. Das sind meine drei Guesses, so gesehen. So, gut. Nebenbei, wenn wir hier die Trainer besiegen, kann ich mal wieder auf Kommentare von Bone eingehen. Der ist nämlich wieder fleißig gewesen.
Kurz muss ich die Kommentare natürlich mal wieder aufrufen, weil ich nicht vorbereitet bin mal wieder. So, Rebecca schon mal besiegt, das ist schon mal gut. Und... ja, yeah, I know. Was haben wir denn an sich gegen Eis eigentlich? Kampf müsste gegen Eis sehr, sehr effektiv, glaube ich, sein. Ich glaube ich zumindest. So, ich packe auch wieder Blade mal nach vorne, weil wegen Level 46. Ja, dann gehen wir zu dir hin. Erstmal den ganzen Trainer besiegen. Das erstmal. Derweile kann ich hier noch wegen den Kommentar. Das waren... zwei Kommentare waren das. Von Born auch mit sehr, sehr nice Informationen. So. Also, bezüglich den Arena-Kampf gegen Adam, das war im Fleetbock der Arena-Kampf, war Bone, der sich inzwischen auch umbenannt hat, gerade, sehe ich hier. Vorhin hat er sich noch nicht umbenannt, glaube ich. Interessant. Der hat dazu geschrieben, er war einerseits überrascht, weil er fand es gut, dass ich es extra schwieriger gemacht habe. Andererseits war ich vom Level nicht viel, viel höher als er zum Beispiel, weil er macht ja, hat ja ein variables Team, also ganz viele Pokémon, die immer mal wieder in seinem Team sind und werden immer mal wieder ausgetauscht, sodass seine Level nicht so hoch sind. Seine Pokémon waren bei dem Arena-Kampf auf Level 37 bis 38, meine Pokémon auf Level 39 bis 41. Und sogar bei Retro war es noch höher, 40 bis 44, lag aber auch daran, weil, ey, der hatte meinen Namen. Ja, moin. Der hieß so wie ich. Weil die waren halt beide vorher bei der Eiseninsel. Ich habe ja danach die Eiseninsel gemacht. Damals. Wenn man schon so damals sagen kann. Dazu. So, kann ich mit dir kämpfen? Nee, da komme ich irgendwie noch nicht hin. Dann machen wir erstmal diese zwei Schneebälle weg. Und können mal gucken, wie wir hier weitermachen. Das ist doch schon mal ganz gut hier. Ich würde gegen den Trainer gerne da nochmal kämpfen, aber da komme ich gerade nicht hin. Gucken wir mal. Ich würde jetzt mal hier hin. Früher oder später müssen wir sowieso gegen ihn kämpfen, also von daher. Das wird schon noch. Gehen wir mal von hier aus hier rüber. Ist das gut? Ja, dann kann ich nämlich den Schneeball hier zerstören. Dann gehe ich mal nach ganz oben. Keine Ahnung, ob das was bringt. Gehe ich mal hier lang und gehe mal hier runter. Genau, da sind die nächsten zwei weg. So, und dann machen wir mal weiter. Vielleicht von hier? Ja, ja, sehr schön. Das ist auch sehr gut. Die Trainer da habe ich ja schon alle besiegt. Das kann ich von hier aus irgendwas machen. Ich müsste von der rechten Seite irgendwie mal was machen. Gehen wir mal hier rüber. Und dann hier hin. Bringt das was? Hallo? Gegen dich haben wir schon gekämpft. Alles klar. Was bringt mir hier nichts? Das bringt mir leider nichts. Was ist hier? Von hier und dann hier rüber. Und dann kann ich hier runter. Alles klar. Ist der Schneeball noch zerstört? Und dann muss ich da oben irgendwie zu der Dame gelangen. Ich muss irgendwie zu dieser Dame gelangen. Müsste ich nach ganz oben. Oh, es ist ein bisschen kompliziert hier. Aber es ist ja nicht so schlimm. So, ab nach links, ab nach links. Ich wollte eigentlich nicht nach rechts. So, dann hier. Dann die beiden Schneebälle, die stören mich hier noch. So komme ich nicht zu der Dame nach oben. Das ist das Problem. Kann ich hier vielleicht auch was machen? Hier und dann hier runter? Und dann, ja gut, bin ich wenigstens hier drüben. Das ist schon mal ganz gut. Aber von hier aus... warte, warte, ich kann hier und hier und... erstmal mit der Dame hier kämpfen. Genau, genau. Machen wir weiter, machen wir weiter. Dann, bezüglich Gyroball hat mir Bauer nochmal was geschrieben. Da dachte ich ja, es kommt auf den Initiativewert entweder des Gegners oder des Anwenders an. Es spielt beides eine Rolle. Der Schaden errechnet sich aus der Initiative der Pokémon. Die Formel ist folgende. Initiative des Gegners geteilt durch die Initiative des Anwenders. Und dann noch multipliziert mit 25. Was der Stärke der Attacke entspricht. Allermeins, gut zu wissen. Das war mir gar nicht bewusst. Aber cool. Sehr, sehr cool. Danke, Bauen. Und dann in seinem anderen Kommentar hat er nochmal geschrieben, dass Ableitieb, die Attacke, die wir gerade hier eingesetzt haben, früher, also vor der fünften Generation 5 AP hatte und nur eine Stärke von 60. Inzwischen ist ja eine Stärke von 75 und halt 10 AP, was ich mega cool... Also ich mag Ableitieb, weil man halt da nochmal KP bekommen kann. Eine schöne physische Kampfattacke, die eigentlich perfekt für Blade ist.
Und ich bin sehr froh, dass diese Änderungen vorgenommen wurden. Jo. Dann zum Thema verschiedene Schwierigkeitsgrade, die man am Anfang auswählen könnte, geht Bone. Da ist Bone meiner Meinung. Und, ja, genau. Und wir hatten ja jetzt häufiger, also ich habe ja einmal mal gesehen, dass Blade weniger EP bekommt als die anderen, wenn Blade nicht am Kampf teilnimmt. So, als die anderen Pokémon, die auch nicht am Kampf teilnehmen, obwohl er am niedrigsten gelevelt ist. Das liegt daran, da hatte Bone eine, hat Bone was sehr Interessantes zugeschrieben. Dazu gehe ich gleich drauf ein. Ich will kurz hier hin und diesen Schneeball zerstören und dann gegen den hier kämpfen. Ich lese es mal vor, weil mit eigenen Worten das jetzt wiedergeben wird ein bisschen schwierig. Was die Erfahrungspunkte betrifft, hat er sich mal schlau gemacht. Es ist so, dass Pokémon nicht nur in Eigruppen aufgeteilt sind, sondern auch in Wachstumsgruppen. Und so brauchen manche eben mehr oder weniger EP als andere. Alpollo, Kramchef und Chelterra sind zum Beispiel in derselben Gruppe und haben allesamt 1.959.860 EP bekommen, wie sie Level 100 erreicht hätten. Wohingegen Galaglati langsamer levelt und auf Level 100 ganze 1.250.000 EP hätte. Also, ja, es sind diese Millionen und noch was EP, das sind die EP, die ein Pokémon kriegt, bis es auf Level 100 ist. Ganz gut zu wissen. Und er würde einfach mal darauf tippen, dass ein Pokémon wie Galaglati langsamer levelt, weil es sonst vielleicht zu OP wäre mit seinen relativ wenigen Schwächen, den guten Statuswerten, vor allem natürlich der Angriff und die Spezialverteidigung und dem guten Movepool, mit dem man es boosten kann, mit Schwertanz und Protzer zum Beispiel. Mit dem Apply-Tip kann man gut Schaden machen und zeitgleich heilen und es kann Attacken erlernen, die seine größten Feinde sehr effektiv treffen. Steinhagel oder Steinkante gegen Flug, Gift-Tip gegen Fee und Zuchtattacke Schattenstoß gegen Geist. Genau, danke Bone da nochmal für deine Recherche und für die Antwort. Das macht an sich Sinn. Natürlich für uns ein bisschen doof, dass Blade dann trotzdem immer derjenige ist, der am niedrigsten gelevelt ist, aber es macht Sinn. Es macht Sinn. Und ja, daher danke für die Aufklärung. Jetzt bin ich da deutlich, deutlich schlauer geworden. So, das zu den Kommentaren. Das war auch schon an Kommentare. Und dann wollen wir jetzt hier noch weiter gucken, wie wir weiterkommen. Haben wir alle Schneebälle zerstört? Ich glaube, wir haben alle Schneebälle inzwischen zerstört. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Müssen wir gleich mal gucken. Ich bin mal kurz hier und dann kann ich jetzt hier langlaufen. Oder fehlt noch ein Schneeball? Ah, einer fehlt noch. Da muss ich von links kommen. Ah, okay. Warte, das kriegen wir hin. Und zwar hierhin. Ab nach oben mit uns. Ab nach hier und dann hier lang. Sehr, sehr schön. Dann kann ich nämlich hier rüber gehen und dann, ja, da wir erst bei etwa 18-19 Minuten angekommen sind, machen wir noch den Arena-Kampf. Dieses Mal ist mein Team nicht ganz so geschwächt, beziehungsweise auch die AP sind jetzt noch allesamt ganz gut. Daher, ich würde so, wie wir gerade sind, in den Kampf steigen. Gucken wir mal, was draus wird. Ich bin sehr, sehr gehypt und sehr, sehr gespannt. Du möchtest mich also herausfordern? Wie? Nichts lieber als das! Ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Doch ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß, mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen. Alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit, zu verlieren. Das sind interessante Worte. Dann gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt, wie schwer der Arenaleiter wird. Und die Arenaleiterin, Frieda. So, ein Schneebedeck. Ich habe eigentlich auf einen Rexblizzer gehofft. Okay, ist ein bisschen mit meiner Vermutung war ich so ein bisschen richtig. Aber es ist halt die Vorentwicklung. Ah, okay. Okay. Das Ding ist, wir haben halt aktuell keinen Feuer-Pokémon dabei. Daher. Aber Apply-Typ ist wegen dem Eis-Typ immer noch sehr effektiv, weil Kampf auf Pflanze normal effektiv ist. Daher können wir da schon mal ein paar KP wieder regenerieren. Das Schneebedeck war eher so, hat aber einen Hagel verursacht. Das könnte hilfreich für die Pokémon werden, die jetzt noch kommen. So, als nächstes kommt, was? Ein Sneebel. Auch kein Sneebunner, warum erste Entwicklungsstufen? Gut, Sneebel wird auch sehr einfach werden. Ohne Bäre, dass die Stärke abnimmt. Trotzdem, ja, vierfach Schwäche, Unlichteis.
Ja, okay. Ich dachte, gut, wenn ich Max Sture auf die Box packe, dann haben wir. Dann haben wir. Ist wirklich deutlich schwieriger. Ich habe auch ehrlich gesagt wirklich mit den Endentwicklungen jetzt inzwischen gerechnet. Das ist die 7. Arena. Oh, Meditalis. Gibt's ja auch noch. Okay, das ist interessant. Also mit Frostedchen lag ich nicht richtig. Aber es ist. Ich glaube, es ist jetzt der einfachste Arena-Kampf ever gewesen. Also, ich bin überrascht. Ich bin jetzt so ein bisschen uff. Der Levelunterschied war ja immer noch ganz groß. Was? Ach, sie hat noch ein Pokémon. Sie hat 4. Okay, das ändert einiges. So, Ex-Rex Blizzard, auch Pflanze Eis. Bedeutet, Ableitieb ist immer noch sehr effektiv. Wir sind schneller. Ja. Auch wenn sie 4 Pokémon hatte. Es ist enttäuschend. Es ist sowas von enttäuschend. Frostedchen wäre wirklich bei ihr gut gewesen. Weil dadurch hätte ich mit meinen Kampfattacken keine Wirkung erzielen können. Ah. Einfachster Arena-Kampf ever. Hoffen wir mal, dass der 8. Arena-Kampf bald dann besser wird. Mal gucken. Wow, du bist stark. Damit hast du dir meinen Respekt redlich verdient. Mit deiner beeindruckenden Konzentration und Willensstärke hast du uns total überrollt. Du hast mich auch in gewisser Weise überrollt. Mit deiner Schwäche. Oh, ehe ich es vergesse. Ich muss dir ja noch das hier geben. Ja gut. Haben wir halt jetzt einen einfachen Kampf gehabt. Ja gut. Mit dem Föhrenohren kannst du nun über deinen Pokéstil vor einer Attacke Kraxler einsetzen. Oh, und nimm die hier bitte auch noch. Die Sticker, die Frieda verwendet. Und die TM72. Vielleicht Eisstrahl oder Blizzard oder irgendwie sowas. Lawine, achso. Nimmt der Anwender Schaden, verdoppelt sich die Stärke dieser Attacke. Stell dir nur vor, wie viel Konzentration man dafür braucht. Du konzentrier dich mal lieber auf so Dinge, wie du stärker wirst. So, das war ja... Ja. Gut. Das war der Arena-Kampf, die Arena. Das war interessant. Und im nächsten Part, da geht es weiter für uns. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und... Ja. Bye.